Und anscheinend auch ein stärkeres Strength Up und HP Up. Wie werden das 1 immerhin? Ja. Kann man nicht sehen, wie viel das macht? Nee, dann tue ich das mal entfernen. Und durch das hier ersetzen. Jetzt muss ich noch gucken, was ist wichtiger. Puh. Chill Plus. Erhöht den Kälte. Den. Achso, den. Den, Kälteschaden. Nee, ich glaube, senkt den Kälteschaden. Also anders würde er gar keinen Sinn machen. Senkt den Kälteschaden. Okay. Senkt, eine Waffen minim. Ach so, erhöht oder was ist das? Ich weiß es nicht. Ach so, doch, das erhöht es hier, wie man gerade sieht. Ja, nehmen wir mal das noch rein. Ich glaube, es ist ganz sinnvoll. Okay, eine neue Cap haben wir ja. Ah, die ist anscheinend nur für Ryan. So. Und da seine Heavy Gear jetzt nicht so schick aussieht. Ja, ne? Würde ich sagen, nimmt er die mal. So, und hier haben wir nichts Neues. Okay. Wollte ich auch nur mal kurz gucken. Nur mal ganz kurz. Hier haben wir nochmal Feinde. Aber das scheint nicht so, na wohl. Okay, wenn jetzt mehr kommt, dann tue ich doch mal verzaubern. Ach ja, wisst ihr noch die allererste Folge, wo Verzaubern noch ist, wo Umwerfen noch die einzige Möglichkeit war, die wir überhaupt hatten? Um sowas, um solche Mechons down zu ringen. Ich sehe gerade irgendwie nicht ganz so viel. Das ist nicht so cool. Yeah, okay. Jetzt sehe ich wieder was. So. Das ist gut, aber mein Shaker Edge ist noch nicht aufgeladen. Reicht es noch? Ah, schade. Ganz, ganz knapp. So. Ein Piece of Cake. The Cake is a lie. Auch wenn ich dieses Zitat mega geil finde, so restlos verstanden, was es dann heißt, habe ich es aber doch noch nicht. Ich meine, für alle, die es nicht wissen, das Zitat stammt aus Portal und Portal 2 natürlich. Und wie schon gesagt, ich weiß nicht restlos, was es heißt. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber es stand ja eigentlich an jeder Wand geschmiert, The Cake is a Lie. Und dann... Ja, komm, die machen wir mal noch fertig. The Cake is a Lie. Aber dann, ganz am Ende vom Spiel, ich hoffe, ich zerstöre jetzt von niemandem das Weltbild oder so. Also wäre jetzt nicht, es wird jetzt kein elementarer Spoiler, ne? Ich sage jetzt nichts Elementares, aber so, als Fun Fact, am Ende konnte man einen Kuchen sehen. Und damit war geklärt, The Cake isn't a Lie. Aber so richtig checken? Ich meine, warum... Was hat das damit zu tun? Weiß das jemand von euch? Ich weiß auch nicht, aber ich check das echt nicht. The cake is a lie. Was soll das heißen? Wahrscheinlich ist es einfach so ein ultra obvious Witz und ich bin einfach wieder zu blöd, das zu checken. The cake is a lie. So, die sind alle weiß. Oh, ich glaube, die Viecher kennen wir auch noch. Oh, okay. Haben wir uns doch gesehen. So, können wir den anderen da vielleicht mit einbeziehen? Oh, der liegt schon. Okay, dann machen wir mal kurz eine Train Attack, please. Auf die Melee Unit. Okay. Alright, your turn. Nice.
If you say so, down burn. So, den haben wir richtig geil ausgeschalten. Great attack. So. Kriegst du den nochmal umgeworfen? Ja, oh, geil. Komm schon. Are you really feeling it? Ich überleg gerade echt krampfhaft, was das heißen könnte. The cake is a lie. Ich check das echt nicht. Na, das mit dem Cake irgendwie so, keine Ahnung, so die Versprechen. Also, dass es nur so symbolisch gemeint ist, ist mir schon klar. Und dass dann jetzt es nicht wirklich um einen Kuchen geht, der eine Lüge ist. Aber, the cake is a lie. Aber, wie denn? Ich check das echt nicht. The cake is a lie. Ich finde das Zitat aber auch aus irgendeinem Grund irgendwie cool. Einfach so in so einem total, in so einem Spiel, wo es halt echt irgendwie so drum geht. Keine Ahnung, so, die hat irgendjemand angetan, dich da einzusperren und dann wachst du 20 Jahre später auf und musst da rauskommen und dann verrät dich noch jemand. Also es ist so grob, so der Plot. Dann verrät dich da noch jemand, wo du gedacht hast, dem kannst du vertrauen. Und okay. Deswegen verstehe ich das nicht, wie da dann einfach so dieses Zitat The cake is a lie reinpasst. Ja. Ich hoffe echt, einer von euch weiß da mehr. Ich habe nämlich echt keine Ahnung, warum das The cake is a lie heißt. Nice. Wenn du das sagst, dann bin. So. We win! Yay! Not bad at all. Ich denke aber, das sind Gegner, dabei sind es einfach nur Schrotthaufen. Ich will da rein. Das sind aber die. Das sind Dinger, die von Homs benutzt wurden, oder? Ich kann mich erinnern, in der allerersten Sequenz. Ich dachte, die Dinger werden von Homs benutzt. Bin ich mir aber gerade nicht sicher. Aber ich denke mal, das ist von Homs. So Überreste. Bin ich mir aber nicht sicher. Everyone, let's go. Chain attack, please. So, dann macht wie immer. Bumm. Ich frage mich, woran es liegt, ob man eine Verlängerung machen kann oder nicht. Ich glaube, das ist echt Zufall einfach nur. Also entweder man hat Glück oder man eben keins. So einfach ist das. Oh. Und noch der letzte. Yay! Yeah. Slash! Bei den Mechons kriegt man aber irgendwie öfter Chain Attack, ich weiß auch nicht. Warum das so ist, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, man kriegt bei Mechons öfter Chain Attacks. Und es gibt sogar eine große Truhe. Als Belohnung. Das ist ja cool. Ah, du bist immer noch zu stark. Mann! Immer noch zu stark. Wow. Also wenn man hier trainieren will, hat man definitiv genug Chance und Möglichkeiten. Ja, aber ich denke echt Level 50, also hier läuft schon ein starkes Zeug rum. Das meiste ist ja auch so Level 48. Ich denke mal, ich werde dann vielleicht offscreen auch einfach hier nochmal so durchlaufen. Einfach diesen gesamten Weg nochmal und dann nochmal alle Mechons mitnehmen. Und dann bin ich bestimmt so zwei Level höher nochmal. Oder eins auf jeden Fall. Und das, denke ich mal, sind wir dann auf jeden Fall gut dabei. Das würde ich sagen. So.
Oh, we can do it. All right. Let's do it, please. Stay focused, please. So, da haben wir wieder diese Offensive Mechons. Ich tue jetzt hier nicht jeden Mechon abknallen, ne? Also keine Chance. Keine Sorge. Aber so ein bisschen muss halt dann doch sein. So, und ich sehe gerade, die können sogar umgeworfen werden. Okay, das ist cool. Dann tun wir euch mal runterholen. Aber auch nur einmal. Auch nur eine Trainer-Chuck. So, von hinten der Backslash, dass der killt, na gut. So, schaffen wir es vielleicht nochmal, den umzuhauen. Na, so gut wie, so wenig Leben wie der hat. So. Schaffen wir es bestimmt nicht nochmal. So. So, hier nochmal. Und hier nochmal. Da liegt also die Galahad Fortress. Stimmt, Aether-Juwelen kann ich auch mal wieder craften. Weil ich meine, ich bin zwar aktuell so mit meinen ganz zufrieden, aber wenn man weiß, man kann bessere haben. Warum sollte man dann auf die verzichten? Erstmal hier wieder alles mitnehmen. Wow. Ich denke aber nicht, dass man da weiterkommt, deswegen... Oder ich weiß nicht, müssen wir da lang oder da lang? Ich weiß es gerade nicht. Vom Gefühl her würde ich sagen, da lang. Und was ist das denn? Was ist das denn? Okay, mal gucken, ob wir mittlerweile wieder was gefunden haben. Ja. Good Footing. Grants Resistance Against Blowdown. Ich habe keine Ahnung, was Blowdown heißt. Aber ich weiß, dass Grant normalerweise Gönnen heißt. Das sieht auch cool aus. Bist du nur für ein krankes Wesen? Aber es ist kein Unique-Gegner, ne? Also es ist... Ist jetzt nicht ein besonderer Gegner. Ach, das ist so ein Vieh. Kann man da auch die Arme angreifen? Ja, kann man. Ich glaube, das ist auch besser, wenn man zuerst die Arme angreift. Das kennen wir ja schon von Xord, war es, glaube ich. Der hat so ein Ding geholt. Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, aber ich glaube, es war Xord. Oh. Oh. Nein, 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 nicht die. Nicht die. Nicht die. Auf keinen Fall die. Läuft halt einfach mal so eine Armee vorbei. Zum einzigartigen Gegner. Und der Overton Tackle. Ja, Shield halt einfach, ne? Jo. This is not gonna happen. So, und da war doch gerade noch irgendwie so eine Truppe, die würde ich mir auch nicht auch ungern entgehen lassen, weil das ist halt gleich mal so ein Batzen. Ich habe gesehen, genau, da tut auch einer. Oh, auf Level 50. Kann ich mir da vielleicht gerade mal einen so rauspicken? Ohne, dass da gleich die anderen, vielleicht so den letzten. Nein. Mal gucken, ob es klappt. Einfach mal gucken. So, und wie schon gesagt, wir folgen uns erstmal auf die Kleinen. Ich denke mal, das läuft so besser. Und wir können Chain Attack... Naja, das war bei dem dumm. Das war bei dem dumm. Dann fängt dann, bin halt schon mal bei denen an, meinetwegen. Defective Epos.
So, wieder auf einen focusen, please. Ich denke, das ist echt besser, wenn man sich da auf einen fokust. So, ja, mit dem Stream, mit der Stream Edge gleich mal alle angreifen. Habt ihr euch eigentlich die neueste Episode von Life is Strange angeschaut? Also ich muss ja sagen, ich bin immer riesiger Fan von dem Spiel. Ich find's einfach nur A-Fan-geil. Wir sollten uns auf einen fokussen, nur mal so, Friends. Also ich finde es einfach so, so geil. Aber Gronkh lädt die Folgen zu langsam hoch. Okay, Schala, ich glaube, wir könnten alle mal einen Heal Ground vertragen. So, dann bekommt Charlie immer noch ein bisschen Heilung von mir, ne? Ich bin ja schließlich auch auf sie bedacht. So, jetzt kommen wir hier. Prepare for a train attack. Alright, let's bring him down. Double. Komm schon, Verlängerung. Ah, fuck. We did it. Ich sehe gerade, die Verzauberung ist aus. Also du mir hier mal neu ranmachen. Okay, guys. Ja, wie schon gesagt, wenn man damit ein bisschen Technik rangeht, ich denke mal, dann ist das nicht so schwer. Auch wenn er ein ganzes Level über uns ist. Aber man kann ihn eigentlich echt gut in Schach halten. Mit diesen ganzen Techniken, die es da gibt. Und erstaunlicherweise fokust er sich gerade auf Dunben. Und nicht wie sonst immer auf... Ja, okay. Okay, hätte ich mal nichts gesagt. Und ganz, ganz knapp, zumindest bei Shulk, am nächsten Level vorbei.